So, dann darf ich, hoffe ich, alle sind halbwegs aufgewärmt und darf ich ganz herzlich im Namen des SK-Rapid begrüßen, natürlich auch den Trainer der Gäste, Oliver Glasner. 14.800 Zuschauer, falls wer die Durchsage nicht gehört hat, hat damit zu tun, dass, man hat es auch gesehen, einige Abonnenten, Jahreskartenbesitzer offensichtlich heute das warme Wohnzimmer dem doch kühlen Halle-Anstadion vorgezogen haben. Ich darf gleich das Wort an den Gästetrainer richten. Bitte, Oliver, deine Sicht der Dinge von diesem Bundesligaspiel. Ja, für mich ist es heute relativ einfach. Ich möchte zuerst an Goran und Rapid gratulieren zum verdienten Sieg. Sie waren heute die klar bessere Mannschaft. Und das, was ich im Vorfeld auch immer wieder betont habe, was halt dann nach drei Siegen sehr, sehr wenig gehört wird, wo ich gesagt habe, wir werden wieder eine Leistung an unserer oberen Leistungsgrenze brauchen, damit wir hier bestehen können. Und das haben wir heute von unserer Seite nicht gebracht. Wir haben heute viele Spieler und auch als Mannschaft nicht bei 100% agiert. Und dann reicht es halt nicht gegen eine heute wieder sehr, sehr gute Rapid-Mannschaft. Und auch das habe ich im Vorfeld schon erwähnt. Ich bin der Meinung, dass sich viele von den Ergebnissen und den vielleicht fehlenden Punkten von Rapid etwas täuschen haben lassen. Die Leistungen waren großteils sehr, sehr gut und sind halt immer wieder an ihrer Chancenverwertung gescheitert. Heute haben sie halt die Dinger gemacht und deswegen geht der Sieg heute völlig in Ordnung für Rapid. Danke. Vielen Dank, Gogo. Gratulation natürlich. Ich nehme an, heute überwiegt sehr die Zufriedenheit nach diesem 2:0 mit dem Doppelpack vom Georgi. Hallo an alle, danke nochmal Oliver für die Worte. Ja, ich denke auch, dass es ein souveräner Sieg war. Es war die eine oder andere Unkonzentriertheit, die erste Halbzeit, wo Lars gut umgeschaltet hat. Hätte man vielleicht auch ein Tor bekommen können. Gott sei Dank war das nicht so. Wir haben dann von Anfang an eigentlich gut ins Spiel gefunden. Und ja, freue mich enorm für Quille, der in den letzten Wochen sehr viel trainiert hat, sehr viel investiert hat, auch individuell sehr viel gearbeitet hat. Joe hat heute sehr viel gerackert, viele Bälle halten können. Ja, es hat heute viel gepasst und wie der Oliver schon sagt, manchmal hat man das Glück, das man vielleicht heute hat mit den Abschlüssen. Und ja, wie gesagt, ein Sieg, der verdient war. Vielen Dank, darf um eure Fragen bitten. Christian Hackl macht den Beginn. Du, war das klar für dich, dass der Quilly Dyer anfängt? Das war zum ersten Mal, dass er in der Startformation gestanden ist. Und ist das jetzt irgendwie so eine Lösung? Joel Linton hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass der vielleicht da besser ist als ganz vorne, wo man immer auch ihn stark kritisiert hat, er schießt keine Tore etc. Ist das vielleicht auch eine Lösung für ihn, dass der eher zu Spielmacher wird? Dass das jetzt er spielt ja schon länger auf der 10. Und das mit Quilly habe ich am nächsten Tag schon geahnt, dass es so sein wird, dass ich ihn spielen lasse. Natürlich muss man dann immer anschauen, wie derjenige auch trainiert unter der Woche. Aber Joe ist die letzten 4 Matches wahrscheinlich einer der besten bei uns jedes Mal. Und ja, also er verliert fast keinen Ball, er setzt sie durch im Zweikampf, er gewinnt fast jedes 1 gegen 1, macht gute Pässe, also hat sich jetzt da wirklich richtig gut entwickelt. Und ja, egal wo wir ihn hinstellen, spielt eigentlich relativ gut. Er hat dann in der letzten Chance gegen Admira 2 Chancen vergeben, okay. Aber seine Leistung ist wirklich sehr, sehr stark. Danke. Christian, noch eine Nachfrage, weil du das Mikrofon behalten hast? Oder? Okay, bitte Alex. Ich wollte noch nachfragen zum Quilly Dyer. Am Donnerstag, als ich beim Training zugeschaut habe, hat er eigentlich jeden Ball versenkt. Gibt es dann irgendwie als Trainer schon die Vermutung, dass das dann wieder so kommen kann wie die letzten Wochen? Weil, was man so hört, ist ja das der übliche Zustand, dass im Training getroffen wird und dann im Spiel nicht und dann die erste Chance geht an die Stange. Nein, das ist, ich glaube, dass man oft Sachen gar nicht erklären kann. Es ist so, wie es ist. Ich muss aber heute dazu sagen, die Mannschaft war so fokussiert heute, so konzentriert, dass man von Anfang an gespürt hat, okay, wir wollen unbedingt gewinnen. Das hilft, glaube ich, jedem einzelnen Spieler auch. Das hat dem Quilly heute auch geholfen, denke ich. Und ja, ich glaube, der hat sein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Wie gesagt, die Trainingsleistung war sehr gut und dann muss er auch einmal belohnt werden. Eine Frage an Oliver Glasner. Sie kennen das ja schon aus Ihrer Riederzeit als Spieler. Jetzt hat es im 8. Duell mit Rapid als Cheftrainer das 8. Mal eine Niederlage gegeben. Ist das jetzt irgendwie eine Fortsetzung dieses Fluchs?
Ja, klar, wenn wir wieder verloren haben, aber wir sehen natürlich auch da, schauen wir ein bisschen weiter. Wir haben jetzt mit 3 Siegen ins Frühjahr gestartet und haben in diesem dritten Viertel bisher 4 Siege auch unentschieden gehabt, und dass du halt dann auch irgendwann wieder mal verlieren wirst. Ja, ich habe zum Goran gesagt, wenn Rapid in der Krise steht, ruft uns an, wir kommen, wir helfen euch, weil dann ist es wieder erledigt. Also offenbar sind wir so der dankbare Gegner, und ja, gegen Sturm geht halt der Schuss vom Schanto Oberlatte raus und heute fährt er ins Kreisegei von Gwilitei. Und so eng liegt es manchmal zusammen. Aber nur mal, heute war Rapid die klar bessere Mannschaft. Okay. Bitte, Christian, wobei wir natürlich hoffen, dass wir die Telefonnummer lange nicht brauchen. Bitte, Christian. Gibt es eine Erklärung, dass man sich, man denkt sich, Rapid ist mal übermotiviert etc. Ne? Die haben jetzt 4-mal, das Cup-Match, das war sehr eng, das erinnere mich, glaube ich. Gibt es denn einen Grund? Man denkt sich, weil du sagst, man ist nicht über die 100% rausgegangen. Warum? Warum ist das gerade? Nein, nicht rausgegangen. Wir haben halt die Leistung heute nicht abrufen können. Ist auch nicht ganz so einfach immer. Und das muss man auch sagen, Rapid hat heute erwartet, Quilitei und Joel Linton, das war damals im Pokalspiel so, und sie haben eigentlich, wo wir gelauert haben auf Ballgewinne, haben sie in Wahrheit unser ganzes Mittelfeld überspielt mit den Chipbälle auf die beiden, und die haben fast jeden Ball sichern können, und dann ist das Match weitergegangen. Dann haben sie ein paar in der Mitte gehabt, wir haben attackiert und sie haben nach außen gespielt und haben dann mit Murg und Schobesberger sehr, sehr gute Spiele im 1 gegen 1 und das ist dann nicht ganz so einfach zu verteidigen, und sie haben ein, zwei Mal kurz gespielt auf dem Sechser, wo wir dann den Ball gewonnen haben und halt dann selber ein bisschen fahrig mit dem Umgang sind. Also von dem her, das meine ich nicht ganz bei 100%. Ja, wenn du diese Chipbälle dann nicht gewinnst, sondern der Gegner dann vor deiner letzten Kette die Bälle sichern kann und dann das Match weitergeht, bist du halt schon sehr, sehr in guter Position, und vor allem wir sind sehr, sehr weit hinten, und das hat dann heute einfach den Ausschlag gegeben. Du hast ja gestern auch gesagt, ich war zwar nicht da, diese Mechanismen des Fußball und so weiter, ist eh klar, dass das wirklich so fast ein Pflichtsieg war. Hoffst du jetzt, dass einmal eine Zeit lang eine Ruhe ist, ja, wenn man jetzt im Cup gewinnt, dass man ganz einfach die Wickel dürfte eher die Austria halt jetzt haben. Glaubst du, dass das jetzt endlich, hast du Sehnsucht nach einer Situation der Entspannung jetzt einmal, dass das ein paar Wochen zumindest eine Ruhe ist, wenn man solche Leistungen bringt? Entspannung hole ich mir zu Hause und mit meinen Freunden. Überall anders geht es nicht, das ist so. Den Beruf habe ich mir jetzt ausgesucht und ich probiere ihn zu genießen, wie es geht. Und wie gesagt, dass es solche Situationen gibt, ist wahrscheinlich in Österreich bei Rapid öfters der Fall. Ich bin froh, dass es so ist, weil ich glaube, da werde ich gut abgehärtet für meine Zukunft. Und wir haben es jetzt das dritte Mal so eine Situation gehabt und das dritte Mal rausgekommen, leider Gottes, zweimal gegen LASK. Aber ja, Mannschaft ist gut, aber wir wollen jetzt nicht euphorisch werden. Im Gegenteil, sollte normal sein, so eine Leistung zu Hause. Ich rede da zwar von einem hohen Niveau, aber das sollte so sein. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und wir sehen auch wenn 3, 4 wichtige Spieler fehlen, dass wir trotzdem sehr, sehr gut Fußball spielen können. Und das ist heute belohnt worden. Danke. Christian, hinter dir Rainer Bortenschlager. Gogo, das klingt jetzt so, wie ihr jetzt zum dritten Mal gut rausgekommen seid, ihr draußen aus dem Tief. Ich meine, heute, das war ein wichtiger Sieg, aber die wichtigere Partie oder die vielleicht auch für deine Zukunft entscheidende Partie ist am Mittwoch, und auch die Spieler, die jetzt sagen, heute hat jeder für jeden gekämpft, es sollte normal immer so sein, läuft mir doch ein bisschen Gefahr jetzt nach dem Erfolgserlebnis, dass man schon wieder ein bisschen in diesen alten Traut reinfällt und man ist ja noch weit weg von dem, wo man hin will. Nein, ich glaube, der Oliver hat es richtig gesagt, wir waren in keinem Tief, das haben sie erfunden, weil die Ergebnisse nicht passt hat. Wir haben ein Quäntchen Glück hat uns gefehlt, sage ich gegen Austria, Quäntchen Glück. Oder ich glaube, mit einem Sonntagsschuss haben wir gegen Admira verloren, wo du 4-1 gewinnen musst. Ach, wir waren weit entfernt von einer Krise, das haben die Leute erfunden. Das hört man natürlich gern bei Rapid, aber das war nicht so. Die Ergebnisse waren scheiße, die waren nicht gut und die kann man dann oft nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass 40% der Tore mit Glück fallen, und ja, das kann man dann oft nicht beeinflussen, leider Gottes. Bitte, Rainer. Das heißt, heile Welt und volles Selbstvertrauen. Und überhaupt nicht heile Welt, sondern das ist Fußball. Das ist Fußball. Es gibt andere Vereine, die auch Probleme haben. Das ist ganz normal. So ist Fußball. Wir stehen auch immer wieder unter Druck. Bei Rapid zu sein, ist es nicht so einfach für manche Spieler, auch für Trainer. Wir haben ganz anderen Druck. Andere Mannschaften spielen vielleicht mit einem ganz anderen Hintergrund. Wir müssen immer Leistung bringen. Das ist oft nicht so leicht. Deswegen bin ich froh und stolz, dass die Mannschaft das jetzt abrufen hat können. Aber wir sind halt alle ergebnisorientiert, das verstehe ich auch, und da
dass die Ergebnisse passen müssen, verstehe ich auch. Aber wir schauen nach vor und jetzt kommt am Mittwoch ein sehr, sehr starker Gegner, wird sehr schwierig die Partie und da müssen wir genauso anschließen an diese Leistung von heute. Danke. Pressekonferenz dann vor dem Cup-Spiel gegen den, wenn man so sagen, der Stammverein oder Jugendverein vom jetzigen LASK-Trainer wird dann am Tag vor dem Spiel sein, Dienstag voraussichtlich 12.30 Uhr, Einladung folgt. Gibt es noch Fragen an die beiden Trainer von Ihrer, eurer Seite? Wenn dem nicht so ist, dann danke ich fürs Interesse und dem LASK natürlich alles Gute und gute Heimfahrt nach Linz. Danke. Danke.